Herzlich willkommen zur Hörnerkaufe-Bürger. Schön, gerade wir verkaufen unsere Stühle, also beziehungsweise wir haben unser Lager ein. Verkauf, schon ein Nachmittag. Ich beginne jetzt mit dem Verkauf der Geräte und Maschinen, die alle Mod sind. Die Originalgeräte, die behalte ich so eigentlich. Und alles andere, was man brauchen will, nach und nach herkommen. Und ich schmeiße auch alle raus, bis auf zwei, drei oder vier Geräte. Wenn Mod hat, kann man ja ganz schnell welche nachladen. Das ist dann im Grunde schnell getan. Die anderen Geräte halt, muss ich mal sehen, dass ich die irgendwie behalte als Sicherung. Also Kurzfläche muss drauf bleiben und auch Fliesen. Wenn ich Fliesen draufnehmen würde, das würde eine Katastrophe, kann man sagen. Dann wäre die ganze Arbeit umsonst, in Anführungszeichen. Im Gegenblick, wo wir mit Fliesen starten, dann denkt er ja Fliesen mal nicht drauf und dann alles zurückgesetzt auf Null. Vor allen Dingen und die Aussage von mir, ne? Das ist zwar nicht viel, aber doch ein bisschen schon. Ne? Möchte nicht einfach dichten. Und das gibt ja wieder neue Probleme. Und deswegen, das ist ganz wichtig, das zieht sich auch gleich. Da muss ich dann denken, den dicken Zettel hinlegen vorher. Das zieht sich drauf bleibt. Hübsch, Zettel habe ich ja noch gut. Das habe ich auch irgendwo. Gut. Großblick, wenn ich es so lese, dass dann ein Länder bin. Aber es sieht ich weiß ein paar Tage, ob man das selbst gehört hat. Das ist. Ja, das ist dann. Wenn man nur so ein Teil aufschreibt und man denkt, den Augenblick reicht aus, aber dann, nach drei, vier Wochen, warten die. Was hat das mit Deutschen? Früher kommt der jetzt nach links raus, neue Half-Life VR. Ich weiß gar nicht, wie die Zeit gerade ist, also wie ich damit klarkomme. Ich habe mir jetzt so eine einfache Brille zugelegt. Eine ganz einfache, nicht die teuerste es gibt, gibt ja auch ganz teure, kosten dann schon meine Geld, so viel Geld irgendwo gegen hier. Mal sehen. Aber mit Playbill glaube ich nicht funktionieren, das ist schwierig, weil ich im Prinzip dann nur ja, mein Timer achten muss, ne? Sonst hast du ja hier. Ich bin nicht in der Reihe, wie eine Zeit ist, weil nur kann ich auch ohne Kamera spielen, weil dann muss ich zu sehen. Aber das wird glaube ich nicht funktionieren. Ah, das wird schon reißen, weil ich gleich das ausgelegt habe. Ne? LS hat man auch probiert. Ja, man kann es machen. Aber das Problem ist, wie gesagt, Tasten, die Maus kann auch funktionieren. Die Lenkrad sicherlich auch. Und auch, aber wenn man was machen will, wenn man bei einer Tastatur rauf oder irgendwelche Tasten drücken muss, wenn man die Zahl sehen muss, dann ist es doch blind. Schwierig. Ne? Also habe ich auch gesehen, werden die auch nicht, nein, das ist nicht zu teuer.
Das sieht gut aus. Wenn du schräg rausschiebst, ne? Unrealistisch, musst du mal so runterfahren, wenn überhaupt. Aber das hat nur so vorgesehen, dass das dann nach vorne fliegt, ne? Und gerade fällt, ne? Und dann kann man das mal mit so einem Schräger halten könnte. Wäre dann ja zu viel das Guten, dass man dann nicht einkantiliert hat, nehmen wird, ne? So, jetzt haben wir alle Paletten weg. Haben wir einige tausend Euro gespart. Ich denke mal. So, die letzten Startflut. Schick. Ja, das wird das. Früher konnte man ja nur gut, mit die Taktoren jetzt entsprechend wegstellen, aber die Gewichte separat lagern. Die werden wir separat lagern, und zwar die kleinen Halle rein. Da schaue ich mal, wie mal Platz ist. Wie viel ist vom Gewicht? Nehmen wir alle mit zu. Stellen wir einfach in die Reihe hin. Die haben fast alle das gleiche Gewicht, von daher ist es, und warum sollen wir jetzt ein Gerät nochmal kaufen, wenn wir jetzt das Eben haben? Wie gesagt, das ist jetzt der Traktor ist vom Bremsen her ungünstig, ne? Mit leer geht's, aber voll. Das wird eine Katastrophe. Kann sein, dass es vielleicht so original so ist, wenn man mehr oder früher bremsen muss, aber ich weiß persönlich nicht. Vielleicht kaufen wir die aber mal in so einem Grund. So einen großen Ganzen sind die ja nicht schlecht. Die funktionieren ja alle. Da läuft ja alles gut. Wir haben viele aus Möglichkeiten. Von Pflegereifen bis hin zur Breitreifen und Doppelreifen. Alles vorhanden, wie es sein soll. Hat der Gewicht überhaupt? Ja. Ja, Gewicht soll ich nicht mehr. Da ist noch ein Palette mit Kalk raus, hat sich verkeilt. Macht nichts. Kann ich erleben. So, Gewicht vorne aktivieren. Müsste dir eigentlich normalerweise lackieren und waschen und so. Ne? Ach. Können wir dann machen, wenn wir die neue Maschine haben, dann können wir die Farbe anpassen entsprechend. Ne? Also einen roten Traktor hatte ich gerne ein rotes Gewicht und ein Gelb war dann Gelb. Das ist dann schon in Ordnung. Gleich nehmen. Da müssen wir dann gleich die anderen Dinger leer machen und Düngermaschinen und düngen. Wie gesagt, ja, muss ich mal sehen. Und dann ist er da. Ein weiter. Gut, 1000 Gewicht, Kilo, 1000, ja gut. Ich glaube, mit dem Originalflug mehr wieder arbeiten. Ja. So. Und aussteigen, einen haben wir noch. Da ist der Fan, der Laute, glaube ich, Deutz, das sind Originalmaschinen, Mod, Wahnsinn, der Stroh geht nicht weg. Wir haben ja auch nicht viel geholt, ne? Gut. Stolz. Wenn ich den vierten gefunden habe, dann können wir sofort verkaufen. Aber den habe ich irgendwo. Zug? Ah, hier.
Den nehmen wir aus dem Hof. Sollen wir mal hoch machen? Den Speicher wird er kriegen. Oh. Und nicht gesehen. Ja, normalerweise wird jetzt die Platten wegfliegen, nicht? Ne? Was hier am Gebäude und am Ding schon ist hier starr, ist hier fest. Hier nicht kaputt. Das würde auch nicht funktionieren von der Performance her, also wird nicht hoch 4%, also sind wir noch so viel. Die Bäume werden kahl, ne? Aber jetzt kommt der Herbst. Jetzt ist der Herbst halt da. Jetzt kurz zum Winter. Oh. Oh, voll Schnee. So, da steigen wir mal hier schon hin. Auch in der Halle rein. Vor. So. Das werden wir wahrscheinlich noch behalten. Und wenn das gelöscht dann würden wäre, dann wäre es nicht tragisch. Also dann wäre das wirklich finanziell das kleinere Problem, das entsprechend aufzubauen. So, jetzt verkaufen wir. Steigen wir mal vorher aus, ne? Weil das hat nur mal einen Abschluss verursacht. Maschinen, Garage. Ja, die sehen sich gelb aus, das ist ja blau. Verkaufen. Ja. Ja. Verkaufen. Verkaufen. Wie gesagt, da wo keine Mod vor ist, würde ich erstmal behalten. Den würde ich auch gerne behalten und die beiden auch. Kramer sowieso und die beiden Anhänger muss ich sehen. Den Kettensäge sowieso, das Ding brauchen wir auch als Fräse. So, das wäre das. Jetzt schauen wir mal ein bisschen die Lage. Noch verhökert bekommen. Und dann müssen wir der entsprechend die Dünger leer machen, ne? Dass wir die auch noch entsorgt kriegen, ne? War das schon schön weggenommen, ne? Ja. Dann ist hier der LKW auch weg, der Anhänger auch. Und dann kommt nachher, da gibt es ja genügend Originalmaschinen von Mod-Ordner, die von Giants kommen, die auch viel entsprechend transportieren können. Ne? Also, die werden deswegen nicht, da liegt ein Gewicht rum. Wir werden deswegen keine Probleme kriegen mit Maschinen, die werden genug haben. Also Anhänger, wenn wir ganz kurz gucken. Also Anhänger original gibt es reichlich. Also von diesen hier, das, ne, das hier, der kann hier Opelan, Silage und das alles gut. Die Krone, wie gesagt, die haben sogar so ein Original Krampel, kann Laden 94.000, aber nur einer, ne? Oder hier, dieser hier hat 56.000 Liter, da glaube ich zwei Punkte zum Beladen, glaube ich. Und hier hat auch noch ein großer 60.000 Liter, also wir haben also genügend Originalmaschinen, das sind Mods, ja, das würde ich immer sagen, ja, Mod. Erstmal weg damit. Also was wir wirklich brauchen, wird dann raufgenommen und was wir nicht brauchen, das fliegt dann halt weg, weil das ist dann hier ein bisschen zu, soll ich sagen, ne? Ein bisschen höher machen, ne? Das ist ja nicht um ein oder zwei Geräte dabei, das sind Originaldinger, die fassen, ne? Also Original von Giants. Ne, und das wird dann im Prinzip
Er braucht dann weniger lang zum Laden. Ne? Oder hier zum Beispiel, wenn du jetzt hier mal zwischendurch hier in den Speicher gehst und in den Ordner rein, um dort zu schauen, dann hat er auch Ladeschwierigkeiten. Ob es damit zusammenhängt, weiß ich nicht, aber je weniger zum Laden hat, umso besser. Ne? Gerade anfangs zum die ersten Dinge, das braucht am längsten. Und welche von den Maschinen Probleme bereitet, das weiß ich mal nicht. Und deswegen erstmal runter damit. Wenn die Logdatei auf Deutsch wäre, dann wäre das für mich einfach zu entschlüsseln. Und dann kann man sagen, okay, daran auch nichts. Aber wenn es auf Englisch ist, ich muss da ein bisschen raten und das gut googeln. Und dann hast du ein bisschen gegoogelt, dann hast du ein bisschen was gefunden. Da hast du eine Ursache erraten, kann man sagen. Und dann machst du das weg und dann ist immer das Problem noch da. Ne? Weil du nur die Hälfte verstehst. Oder nur einen Bruchteil von denen. Ne? Und dann weißt du ja auch nicht genau, welcher Mod mit anderen Mod Zicken macht, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. So, das hier zum Beispiel ist ja kein Mod, aber das ist ja ein Bestandteil der Karte. Und viele Silos haben Probleme. Warum? Das weiß ich nicht. Im Grunde ist das ärgerlich, wenn du zum Beispiel hier die ganze Ecke ansonsten als Verlust betrachten musst. Da sind ja auch etliche 100.000 Liter, die verloren gehen. Ne? Nur durch die Kehrmaschine kannst du hier was retten. Sonst wäre die ganze Ecke, wenn du hier bis oben voll machst, das richtige Verlust. Du hast richtig ein Dreieck von da oben bis runter. Nicht nutzen kannst. Ne? So, die Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und wegen dem Weg. Ciao, ciao. Ja, es geht dann gleich weiter. Tschüss.